So, Frido Wagner bei mir. Ich hoffe erstmal für dich, dass du die Niederlage persönlich auch heute irgendwie gut verkraften kannst. Wobei ich ja vor allen Dingen auf den Elfmeter hinaus will, weil das war ja auch so mit einem Moment, der, glaube ich, der dir hoffentlich jetzt auch nicht so lange nachhängen wird am heutigen Spieltag. Und das war dann auch letztendlich so, glaube ich, der Knackpunkt, in dem ich mich persönlich gefragt habe am heutigen Tag, was in der Halbzeit passiert ist, dass man binnen 15 oder ja, 25 Minuten war es dann eigentlich nach wieder am Pfiff. Das Spiel so ich glaube, wir haben einfach ab der 35. Minute ein bisschen den Faden verloren. Haben nicht mehr das aufs Feld gebracht, was wir können. Und wurden dann einfach bestraft für Fehler und für auch, ja, wir haben zu wenig gemacht. Nehme ich auf meine Kappe. Muss ich außen zumachen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht nochmal gesehen. Ich hatte im Spiel das Gefühl, dass es vielleicht 50-50 ist, aber ja. Und ja, dann ist es halt einfach so, machen wir das 2-2 nicht, kriegen dann direkt das 3-1 und dann nach dem 3-1 ist es hier brutal schwer und ja, das war halt einfach zu wenig von uns und ist natürlich bitter jetzt, dass wir uns da oben selber rausgenommen haben. Okay, interessant, dass du es ab der 35. Minute siehst. Wir haben jetzt so mehr oder weniger die Halbzeitpause mit eingerechnet. Aber ja, ich habe dann auch schon angesprochen gehabt, dass es sich so ein bisschen in der Leistung nachgelassen hatte. Was waren denn dann die Gründe, dass ihr Zwickau so ins Spiel gelassen habt? Also wie könnte das auf einmal so plötzlich wieder passieren, dass man jetzt nach drei guten Spielen, und ja, ich nehme das Dresden-Spiel auch mit rein, auch wenn man da verloren hat, dass man heute wieder in so alte Muster gefallen ist? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zu wenig Mut mit Ball. Das Engagement will ich uns gar nicht absprechen, aber einfach, es war einfach nicht gut genug. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt, oder beziehungsweise, ja, was heißt hier nichtsdestotrotz? Ich meine, das ist die Saison jetzt eigentlich gelaufen. Also das ist jetzt eigentlich noch so die abschließende Frage, die ich mir stelle. Also ich meine, es wird jetzt super schwer, da oben noch dran zu kommen. Kann man jetzt irgendwie schon sagen, ja, wir gehen jetzt schon in die nächste Saison über so langsam und falls wir dann halt mit Glück noch irgendwie auf den vierten Platz kommen, dann kommen wir da irgendwie halt noch drauf? Ganz ehrlich, habe ich gar keine Antwort für gerade. Es tut gerade einfach nur weh. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, wir müssen das jetzt hier erstmal verarbeiten, wie viele Fans da draußen auch. Weil wir echt eine große Chance hatten und die haben wir heute halt einfach ein bisschen weggeworfen und ja, das tut weh und daraus werden wir unsere Schlüsse ziehen. Aber heute tut es, glaube ich, einfach nur weh und da gibt es jetzt auch nicht die richtigen Worte. Naja, vielleicht dann von mir nochmal. Also ich meine, du hast jetzt 4 Spieltage lang richtig gut hinten gearbeitet und ich mache dir auch überhaupt gar keinen Vorwurf für das, was heute passiert ist. Ich freue mich, dass du nächste Saison weiterhin für den Waldhof spielst und die Raute auf der Brust trägst. Also da kann man sich doch auf jeden Fall schon mal dann auch freuen und sagen, okay, dann können wir doch jetzt auch mal sagen, naja, wir haben uns vielleicht so hoch was gesteckt und dann bauen wir jetzt mal vielleicht mal für die nächste Saison was auf und befreien, kommen wir weg komplett von dem Druck. Ja, aber trotzdem, ja, die ganze Saison auf dem Ziel hin und wir waren jetzt wirklich, das war ja, oder war greifbar nah, wir waren voll drinne und dann ist es natürlich heute einfach so, da fehlen die erstmal jetzt die Worte und das musst du erstmal verkraften, weil was man nicht sieht immer, aber wir haben auch viel Energie reingesteckt, viel Leidenschaft, jeder persönlich. Und genauso wie jeder Fan auch, die heute wieder mitgefahren sind. Und da will man ja zusammen viele positive Momente verbringen zusammen. Und heute ist halt ein sehr negativer Moment. Das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Und dann werden wir wieder mit neuer Energie starten. Frido, ich danke dir. Ich glaube, ehrlicher geht's gar nicht. Ich wünsche euch alles Gute für die letzten 3 Spiele. Danke. Liefert nochmal gut ab. Ja. Und ich freue mich, ich bin glücklich, Waldhof, beim Waldhof zu sein, mit dir auch nochmal. Danke. Ja. Gut, Christian, danke, dass du jetzt nochmal hier bist nach dem Spiel. Am Ende steht ein 3-1, nachdem man in der ersten Halbzeit eigentlich das Heft klar in der Hand hatte, gegen Ende der Halbzeit vielleicht ein bisschen weniger. Was ist passiert, damit man dann so in die zweite Halbzeit geht und in der ersten Viertelstunde dann die Führung komplett abgibt? Ja, also erstmal bin ich total mega enttäuscht über uns selber. Haben wir das in den Griff? Habe jetzt die 10 halt auch nochmal gesehen. Ich denke, dass du das
1-0 die Ecke dann nicht geben darfst, weil ein klares Foul von Schnatterer dann war. Das hätte er schon abpfeifen müssen. Genauso ist es für mich dann kein Elfmeter gewesen, weil die rangeln beide, dann trifft er den Ball, der geht ins Aus und ist für mich kein Elfmeter. So hat sich das aufgewogen auf jeden Fall, aber wir holen Zwickau in der 40. Minute aus dem eigenen Einwurf, den wir dann den Ball verlieren, holen wir die zurück. Dann sind sie so 5 Minuten vor der Halbzeit im Spiel, wir lassen nach. Ja, und dann sind wir auch so, ich habe es in der Halbzeit nochmal angesprochen, wenn wir weniger machen, ja, dann werden die hier nochmal Oberwasser bekommen. Und so ist es gekommen, dass wir in der zweiten Halbzeit dann das 1-1 kassieren, direkt das 2-1 hinterher. Ich weiß nicht, wie viele Auswärtsspiele wir jetzt hatten, wo wir 1-0 geführt haben und dann das Spiel aus der Hand gegeben haben. Dann haben wir nach dem 1-1 die große Chance von Winkler, selber auf 2-1 zu gehen und das Spiel wieder in den Griff zu kriegen. Dann kriegst du eher hinten das Tor. Dann hatte Winkler nochmal 2 Riesenmöglichkeiten. Er hätte eigentlich heute wieder einen Dreierpack schnüren können. Dann haben wir die Tore eigentlich nicht gemacht, aber er ist entscheidend, wie wir die Bälle halt auch einfach beim 1-1. Wir sind in der Spieleröffnung, Martinovic verliert den Ball. Dann geht Winkler halbherzig da in den Zweikampf rein. Und ich hatte das Gefühl gehabt, als er den Ball nochmal quer geköpft hat, dass es vielleicht abseits war. Ich habe es nicht mehr gesehen jetzt, die Szene. So kommt Zwickau zurück ins Spiel. Und dann haben so wie viele unserer Auswärtsspiele so einen Lauf genommen. Jungs hatten zwar dann trotzdem sich Chancen erspielt, aber wenn du siehst, dass du gegen Tabellenletzten, der da mehr Bock hat in der zweiten Halbzeit, mehr zu investieren, mehr zu tun wie wir, und du hast noch die Chance halt auch auf alles gehabt, haben wir uns das genommen. Und das ist dann mega enttäuscht. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so leichtfertig heute aus der Hand geben. Wir haben ja dann auch zwischenzeitlich dann das Ergebnis aus Halle erfahren, was ja für Zwickau sehr relevant war. Dann haben wir gedacht, na gut, vielleicht liegt es auch daran, dass Zwickau dann das irgendwie auf dem Platz erfahren hat und dann doch nochmal da alles reingeworfen hat. Aber ein Positives, was wir vielleicht rausziehen wollen, wie geil bitte war die Ecke. Und beim Torjubel habe ich dann gesehen, dass ihr dann nach oben zu unserem Videoanalysten, zum Dedes, den Daumen hoch gezeigt habt. War das was von ihm, was geplant ist, was einstudiert ist? Ja, oder? Wir haben immer mal so 1-2 Varianten und Ideen. Jeder wirft das mal rein. Diesmal war es Theo, der die Variante reingeworfen hat. Haben wir gut umgesetzt. Das freut einen natürlich. Und dann hast du so ein Spiel auch in den Griff. Man hat ja auch gesehen, dass wir erste Halbzeit alles gut in den Griff hatten. Umso enttäuschender ist es halt einfach, wenn du jetzt hier am Ende das erklären musst, warum du 3-1 verloren hast. Ja. Für uns ging es natürlich nicht anders. Das waren komplett 2 unterschiedliche Halbzeiten, die wir da gesehen haben. Aber wir haben ja noch 3 Spiele vor der Brust. Wir haben das Minimalziel, DFB-Pokal zu erreichen. Und ich denke, die letzten 3 Spiele sind noch 2 Heimspiele. Das Auswärtsspiel bei 1860. Sollte man doch mit einer guten Ausbeute den DFB-Pokal vielleicht den Platz noch erreichen, oder? Heute bist du mega enttäuscht, denke ich. Ich weiß auch wieder, was jetzt bei uns alles drumherum wieder passiert, was alles auf uns reinprasselt. Und das müssen wir trotzdem gucken, dass wir eine Saison trotzdem vernünftig zu Ende spielen, haben Heimspiel, wollen auch diese Bilanz zu Hause halt auch weiter bestätigen. Darum geht's, aber im Moment kann ich damit relativ wenig anfangen, weil die Enttäuschung einfach zu groß ist, was wir heute hier aufs Parkett gebracht haben. Das glaube ich, Herr Christian. Trotzdem danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Heimspiel gegen Oldenburg. Gerne.